Für den Fall, dass ihr die Ereignisse an der Tankstelle auf meinem Blog mitverfolgt habt, möchte ich mich bei euch entschuldigen, dass die Webseite so plötzlich heruntergefahren wurde. Aus irgendeinem Grund fand der Stadtrat meine öffentliche Aufzeichnung der lokalen Ereignisse beunruhigend. So sehr sogar, dass sie ein teures, Orwellsches Anwaltsteam angeheuert haben, um mich unter Erlassungserklärung zu begraben. Ich habe versucht, mich zu wehren, aber seit letzter Woche sieht es so aus, als ob meine gesamte Webseite rückwirkend aus der Existenz getilgt wurde. Vermutlich waren das die gleichen Typen, die sich auch darum kümmern, alle Erwähnungen unserer Stadt aus dem Internet zu löschen. Ich weiß, dass das nicht die Art von Leute ist, mit denen man Streit suchen sollte, aber nach dem, was mit Gregory Fitz passiert ist, fühle ich mich verpflichtet, das Ganze weiterhin in der einen oder anderen Form zu protokollieren. Diejenigen von euch, die meinen Blog verfolgt haben, erinnern sich vielleicht an Greg als den Anwalt, der sich freiwillig gemeldet hatte, um mir pro bono zu helfen, nachdem zum ersten Mal besorgte Mitglieder des Stadtrats versucht hatten, mich zu bedrängen. Er ist letzte Woche sogar den ganzen Weg hierher gefahren, nur um mit ihnen zu reden. Es tut mir sehr leid, euch zu sagen, dass sie gestern seine Überreste in einem Hotelzimmer gefunden haben, welches natürlich von innen abgeschlossen war. Offiziell wurde sein Tod zum Selbstmord erklärt, aber Deputy O'Brien ist es gelungen, einen Blick auf den Polizeibericht zu werfen, bevor er versiegelt wurde. In dem stand, er sei am Blutverlust gestorben, während er versuchte, seine eigenen Hände zu essen. Ich kannte Greg nicht so gut, aber das hört sich nicht nach etwas an, was er tun würde. Wie auch immer, solange bis ich die Dinge mit meiner Webseite klären kann, habe ich beschlossen, die Ereignisse meines täglichen Lebens hier weiter zu dokumentieren. Wenn ihr meinen Blog nicht verfolgt habt und absolut keine Ahnung habt, wer ich bin, ist das auch okay. Es gibt nur wirklich zwei wichtige Dinge, die ihr wissen müsst. Ich arbeite an der heruntergekommenen, 24 Stunden am Tag geöffneten Tankstelle am Rande der Stadt. Und dort passieren seltsame Dinge. Die Besitzer haben beschlossen, einen dritten hauptberuflichen Angestellten einzustellen. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie es satt haben, dass all die Teilzeitbeschäftigten auf mysteriöse Weise verschwinden. Oder ob es daran liegt, dass sie endlich beschlossen haben, Jerry zu feuern. Oder ob sie vielleicht einfach wissen, dass meine Zeit hier langsam abläuft und sie hoffen, dass ich meinen eigenen Ersatz einlernen kann, bevor es zu spät ist. Ihr Name ist Rosa und trotz ihres eifrigen Optimismus ist sie wohl ziemlich cool. Sie ist ein paar Jahre jünger als ich, klug, sehr begabt und hat ein Kompetenzlevel an den Tag gelegt, das ich als überhaupt nicht wie Jerry bezeichnen würde. Was meiner Meinung nach etwas ist, was die Besitzer bei einem neuen Mitarbeiter wirklich gesucht haben. Die Kehrseite der Medaille ist jedoch, dass sie andauernd Fragen stellt, auf die ich keine Antworten habe. Warum gibt es so viele Vermisstflyer auf dem schwarzen Brett? Was ist mit dem ganzen Schimmel an der Decke? Wer ist der Typ im Trenchcoat, der die ganze Nacht über in der Nähe der Müllcontainer rumhängt? Was ist in diesen Kisten mit der Ausschrift Non a priori? Die Besitzer baten Rosa sofort zu beginnen und sich wie ein Schatten an mich zu heften für diese erste Woche an Nachtschichten. Ihr denkt vielleicht, dass die Besitzer den Laden für ein paar Tage über die Feiertage schließen würden, aber da irrt ihr euch. Es bedurfte eines Gerichtsbeschlusses, um sie dazu zu bringen, ihre Türen für ein Wochenende letzten Monat zu schließen, nachdem wir eine mumifizierte Leiche in den Wänden gefunden hatten. Aber das ist eine Geschichte für ein anderes Mal. Sie kamen gerade an die Tankstelle, als die Sonne unterging, und wir begannen mit den Grundlagen. Wie man sich anmeldet, wie man eine Kasse öffnet, wie man die Pumpen einschaltet. Und dann hielt ich ihr die gleiche Rede, die ich allen neuen Mitarbeitern halte. Schau, es gibt bei jedem Job eine Reihe von Regeln. Wir sind da nicht anders. Sei pünktlich, hab Kleidung an, füttere nicht die Waschbären. Das Ladentelefon ist nur für zahlende Kunden. 25 Cent pro Minute, nur im Voraus bezahlt, keine Ausnahmen. Und wie bei jedem Job gibt es hier auch die ungeschriebenen Regeln. Diese zweite Liste ist etwas länger. Wenn etwas seltsam erscheint, versucht man es zu ignorieren. Je mehr du ignorierst, desto besser wird es dir hier gehen. Achte nicht auf die Zeit, schau nicht nach der Ursache von den ganzen komischen Geräuschen und fass nicht die Gartenzwerge mit den grünen Hüten an. Warum? Was ist denn los mit denen? Fragte sie. Manchmal beißen sie. Ein paar Mitarbeiter mussten wegen ihnen in die Notaufnahme, um genäht zu werden. Wow, und die Kunden? Die meisten von ihnen beißen auch. Okay, was kannst du mir über... Den nächsten Teil mit einem gerissenen Grinsen. Du weißt schon, die Tiere erzählen? In diesem Moment wurde mir zum ersten Mal klar, dass Rosas unentwegte und trotzige Neugierde zu einem Problem werden könnte. Was soll denn mit den Tieren sein? Fragte ich. Nun, ich habe da ein Gerücht von Jerry gehört, dass die Wälder hier draußen am Stadtrand voller seltsamer Tiere sind. Und manchmal, wenn die Nacht hereinbricht, werden die Waldbewohner mutig und wandern näher an die Tankstelle ran. Sie sagte die ganze Sache in seiner dummen, gruseligen Vincent-Price-Stimme. Eine, die man benutzt, wenn man einer Gruppe Erstklässler Gruselgeschichten vorliest.
Jerry, du Depp. Schau, Jerry sagt und raucht eine ganze Menge Dinge. Ich würde ihm nicht so viel Aufmerksamkeit schenken. Er hat mir noch etwas anderes erzählt. Ist es wahr, dass du nicht einschlafen kannst? Ja, das stimmt. Das ist ziemlich cool. Nein, nicht wirklich. Wie aufs Stichwort kam Jerry in die Tankstelle und trug nichts als ein Unterhemd, Jeans und eine Camouflage-Trackermütze mit Neuschnee drauf. Einige Leute gehen ja gerne nach Hause, wenn ihre Schicht zu Ende ist. Einige Menschen schaffen es sogar, sich bis zum Beginn der nächsten Schicht von ihrem Arbeitsplatz fernzuhalten. Aber wie er mich immer wieder gerne daran erinnert, ist Jerry nicht wie einige Leute. Leute, es ist kälter als der Cousin der Stiefmutter da draußen. Wie immer wartete er nicht auf eine Reaktion. Er nahm eine Flasche Whisky aus dem Regal, ging dann zu Rosa und zeigte auf eine Packung Marlboros. Was machst du da? Frierst du nicht? Fragte sie. Nun, ja. Hast du nicht gehört, was ich gerade gesagt habe? Es ist so kalt wie der Schwanz einer Hexe. Rosa gab ihm die Schachtel Zigaretten, tippte alles in die Kasse und sagte, ich glaube nicht, dass das eine Redensart ist. Hast du jemals den Schwanz einer Hexe angefasst? Ist verdammt kalt. Sie kicherte. Hat dieser Anmachspruch jemals funktioniert? Du wärst überrascht. Sie nannte Jerry den Gesamtbetrag, aber er zwinkerte ihr nur zu und sagte, setz es auf einen Angestellten-Deckel. Bevor er sich umdrehte und wieder hinaus in den fallenden Schnee ging. Rosa sah mich mit einem verwirrten Gesichtsausdruck an. Wie kann ich etwas auf einen Angestellten-Deckel setzen? Wir haben keinen Angestellten-Deckel. Das heißt? Ja. Jerry hat uns gerade ausgeraubt. Die Nacht verging wie die meisten, langweilig und langsam. Der Schneesturm hatte einen hohen Gang eingelegt, sodass der Kundenfluss zu einem Rinnsal verkommen ist. Vielleicht ein oder zwei pro Stunde. Es dauerte nicht lange, um der Neuen alles zu zeigen, was es für den Job zu tun gab. Und schon bald war mein Gehirn wieder auf Autopilot eingestellt und ich entspannte mich in einem Stuhl mit einem offenen Buch über einen abgehärteten Großstadtdetektiv. Ich ziehe mich zu diesen späten Stunden ja immer gerne in den Raum zwischen den Ereignissen, die Erinnerungen schaffen, zurück. Ich kann mich da entspannen und all das vergessen, was so unentwegt an der Tür meines Verstandes klopft. Wie viele Tage sind in deinem letzten Schlaf vergangen? Ich frage mich, was sie, die nicht genannt wird, gerade macht. Sie versprach, dass ihr euch wiedersehen würdet. Wird dein Verstand noch intakt sein, wenn die Krankheit dich weiter in die Tiefe reißt? Glaubst du, sie wird zu deiner Beerdigung kommen? Ja! Nimm diese Gedanken und schiebe sie zurück in den Tresorraum und konzentriere dich auf das beschissene Buch, das du vom Ausverkauf der Bibliothek gekauft hast. Gegen Mitternacht rannte Rosa mit einem Karton unterm Arm zur Kasse und haute diesen vor mir auf den Tresen. Ich blickte auf, um ein riesiges Lächeln auf ihrem Gesicht zu sehen. Hey, schau dir an, was ich in der Vorratskammer gefunden habe. Bevor ich sagen konnte, nein danke, drehte sie die Schachtel um und warf den Inhalt auf den Tresen. Es war eine riesige, verworrene Kugel aus Lichterketten, Plastikgirlanden, Weihnachtsschmuck und gerade erst gestorbenen Mäusen. Oh, sagte sie. Ihr Lächeln verflog sofort. Ich wusste nichts von den Mäusen. Ich legte mein Buch zur Seite und fing an, den Krempel wieder in die Box zu stopfen, während sie losging und einige Servietten fand, um die Nagetiere einzuwickeln. Etwa eine Stunde später waren die Dekorationen wieder im Lagerraum und ich lehnte mich im Schneegestöber gegen meine Krücken, während Rosa ein winziges Grab grub. Es war etwas besonders Lächerliches daran, jemand anderem dabei zuzusehen, wie ein Loch neben der Tankstelle grub. Und ich dachte mir, dass wenn sie von all den Dingen wüsste, die mit dieser Schaufel passiert waren, sie nicht so erpicht darauf gewesen wäre, ihre Fingerabdrücke darauf zu verteilen. Ich hatte einen der wenigen Orte ausgewählt, an denen wir noch nicht etwas Schreckliches begraben hatten, und als die Mäuse im Boden waren, hielt Rosa eine kurze Grabrede. Weihnachtsmäuse, oh Weihnachtsmäuse, wie wir euch nie gekannt haben. Es tut mir leid, dass ihr alle in einer Kiste in der Vorratskammer gestorben seid. Aber ich bin dankbar, dass ihr wenigstens nicht alleine sterben musstet. Wir beten, dass ihr diese Tankstelle nicht heimsucht. Stattdessen könnt ihr euren Frieden im Himmel finden oder was auch immer das Äquivalent in eurer Mausreligion ist. Wahrscheinlich Valhalla, murmelte ich. Wenn sie sagen, alles war mucksmäuschenstill, werden wir wissen, dass es nicht an mangelnden Können gelegen hat. Sie sah mich an und fragte, noch irgendwas hinzufügen? Mein Verstand sprang zu einer Auswahlliste von mausbasierten Wortspielen, aber stattdessen beschloss ich mich hierfür. Ja, jemand kam einmal an die Tankstelle und hat versucht, sich wie ein Arsch aufzuführen. Er sagte mir, dass ich nichts anderes als eine kleine Maus sei. Ich glaube, er meinte es als Beleidigung, aber ich fühlte mich nicht beleidigt. Sie nickte. Das war wirklich nett. Als wir auf dem Rückweg zur Tankstelle waren, hörte ich eine Stimme vom Waldrand flüstern. Rosa blieb stehen und blickte zurück. Hast du das gehört? Der eisige Wind trug ein Geräusch mit sich, das fast wie ein kicherndes Kind klang, als er gegen meinen Nacken blies. Nein, sagte ich.
Lass uns wieder reingehen.